Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Mr. Sasuke63. Und willkommen zurück zu Fallout 3. Ich weiß, Leute, dass die letzte Folge ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und dafür möchte ich mich bei euch natürlich entschuldigen, denn ich hatte die letzte Zeit viel um die Ohren. Vielleicht habt ihr es, ja, ihr habt's ja schon erfahren. Ich hatte ja diese Aufnahmeprüfung, dann hatte ich noch Geburtstag, war übrigens sehr schön. Und ja, oh, ich merke gerade, hier ist, nee, wartet mal kurz, Leute, das gehört nicht hierhin. Schließen. So. Gut, also gut, wo gehen wir als nächstes hin? Also ich habe euch ja extra gesagt, ich gehe nochmal zurück und mache die Mission. Hab auch ein paar interessante Sachen gefunden, die ich euch gerne mal zeigen würde. Ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel hier die Laserpistole. Oh yeah. Zwar ein bisschen kaputt, deswegen werde ich sie im Kampf im Moment nicht so benutzen werden. Die lasse ich erstmal hinten weg, weil ich die noch nicht ganz so kenne. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein und geben unsere Mission ab. Finally, so, Quatsch mit mir. So, how's the scavenging been? Got the food medicine from that super duper mart? Was? Was heißt? Really? You did? You did? Ja. Well, alright. Tell me all about it. Ich bin auf Raiders und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Gab eine tolle Party mit ein paar Raiders. Bis ein Wachroboter aus der Torte hüpfte. Whoa, really? Raiders and robots? I guess I wasn't the only one to think about checking those stores. Looks like you gotta be careful looting them. Genau. Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Here, take a bit, my treat. Tastes kinda great after a while. Oh, and take this. It's an old food sanitizer. Just carry it with you, and it should automatically make most food and drink more better. Cool, danke. Bin bereit für weitere Rechnungen. Recherchen für das erste Kapitel. Ja. I still need to study a living specimen with radiation poisoning. I need someone to research how to travel through a minefield. Oh Gott, ey, und ich muss das machen. Ey, sonst noch was? Und oh, wieso laggt das wieder, Leute? Einen Moment bitte. Wieso? First section of the book. Which strikes your fancy? So. Ach, was bedeutet der Teil hier über? Also, Landminen oder Strahlung? Ich stehe nicht so auf Landminen, aber es soll hier ein bisschen interessant werden, oder? Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Was für ein like a place for some field origineller work. Name. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Ja. Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts don't exist, you can just focus on the landmines. Ja, I hear there's a natürlich. playground in the middle of town. Reach that point and come back, and I'm sure you'll have some stories to tell. Wetten, da kommen überall Raiders und what the fuck else, ey. Und immer dran denken, ich kaufe alles. Ja, du kaufst alles, natürlich, so. Leute, ich freue mich schon drauf, ey. Wetten überall. Ich merke gerade, ich sollte mir Muni kaufen. Das wäre natürlich sehr nützlich. Muni, Muni, Muni. How are those hot little... Because... Ja, ich war noch nicht dort. Ich war noch nicht im Minenfeld. Ein bisschen It's Geduld. not just...
Ja. Ich will was einkaufen und mehr auch wieder nicht. Ja. Sure thing. So. Also gut, nee, das hab ich, das hat sie, das kann ich gebrauchen. Und ich habe natürlich kein Geld. Scheiße. Was jetzt, Leute? Der schreit nach Verkaufen, würde ich sagen. So, mal sehen, was haben wir denn da Schönes im Angebot? Ja, Rüstung könnte ich natürlich verkaufen, oder? Ja, die hier benutze ich gar nicht. Da. So. Ja, kannst gerade zwei haben. Ne, das kann ich gut gebrauchen. Schnapsglas. 0,5. Schrotpatrone kann ich gebrauchen. Scorch. Sensormodell. Naja, lass mir das mal. Stange Zigaretten. Staubsauger. STF-Boy. So. Ja, übrigens, das habe ich noch gefunden. Keine Ahnung, was es bringt, aber irgendwas mit Tarn und Schleichen. Zerbeulte. Ja, Zündflamme. Klingt interessant, aber lasse ich jetzt mal akzeptieren. So, danke fürs Geld. So, was kann ich brauchen? Ach, das ist alles viel zu teuer bei dir, echt. Sogar einen Plan für eine Waffe hat es hier. Energiezellen. Jukebox. Mein erstes Labor, ach, hier hat's alles. Egal, ich spare mir das Geld. Good hunting. Ja, schon gut. Und immer dran denken. Ja, du kaufst alles. Wir wissen das schon. Also gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Minenfeld und schauen uns dort mal ein bisschen genauer um. Ja, von der Munition würde es schon reichen. Und außerdem, unsere Waffe ist ja nicht schlecht. Notfalls haben wir ja all den ganzen restlichen Scheiß dabei. Also was soll's. Also gut, Leute, wir sehen uns gleich. Also gut, bis nachher. So, Leute, da bin ich wieder. Und ich will... Haben Sie was zu essen? Gehen Sie in die Brass Lantern. Mach ich bei Bedarf. Also gut. So, Karte. Wo müssen wir? Schule. Super duper. So weit weg ist der Scheiß. Ey, sonst noch was? Ja. Jetzt habe ich ja so Bock, dahin zu gehen. Es führt hier kein Weg dran vorbei, würde ich sagen, oder? Also, schön geradeaus. Das ist radioaktiv. Ja, eigentlich die ganze Gegend hier. Jeder einzelne Stein, jedes einzelne Erdteil, das wollte ich sagen. So, alles ist hier radioaktiv verstrahlt. Sogar du scheiß Verkaufsautomat. Und ich stoß dich um. Yay. So. So, jetzt zum Ernst des Lebens. Nämlich diese scheiß Gegend hier, also. Dort ist die Schule. Warte mal, wie weit ist das eigentlich entfernt? Oh, verdammt. Dauert doch ein kleines bisschen, bis wir dort sind. Na, hoffentlich sind hier nicht zu viele starke Gegner im Umfeld, sonst bin ich dann so gut wie tot mit der bisschen Muni, das ich dabei habe. Scheiße, Schüsse? Ach du Scheiß! Die Bitch! Boah, ey. Ja, versteck dich nur, ey. Ich treff dich schon, keine Angst. Zack! Tot. Ach, Raider, sie nerven wie die Pest. So, jetzt klaue ich mal ein bisschen seine Muni. Aber auch, sag mal bloß, da sind noch mehr. Ich hab keinen Bock, ey.
Verdammt, natürlich ist da Gefahr. Oh Gott, guckt euch das hier mal an, Leute. Ach, was soll ich jetzt machen? Soll ich gegen die kämpfen oder nicht? Einerseits könnte ich dabei draufgeben, aber andererseits haben die auch Money. Mist, wo sind die? V. Ja, Treffer, so, jetzt bist du dran. Mein Freund, jetzt bist du dran. Aber wenn ich dich jetzt gut treffe, bist du tot. Boah, den Kopf erwischt. Das nenne ich mal gut gezielt. Ach Mist, ich habe praktisch keine AP mehr. So. Ach, von hier kann ich irgendwie nicht so gut zielen. Ach. Nee, warte mal. Ich versteck mich besser. Mein AP etwas gefüllt ist. Oh, glaub mir, du bist so gut wie tot, mein Freund. Dass du genau auf mich losgehst, so ein Idiot. Und stirb. Na gut, wenn du es mir so kommst, dann geh natürlich auch auf Nahkampf. Ich habe ja wohl fast keine andere Wahl. Also, Bleirohr ist effektiver. Nehmt sie auseinander! Ja! Ja. Verdammt! Oh ja. Der. So, jetzt klaue ich immer schön alles. Und dort hinten ist noch einer. Und der muss natürlich auch noch drauf gehen. So, der muss auch noch dran glauben. Und wo ist er? Dort hinten, der feige Arsch steckt sich. So. Schön auf den Kopf zielen. Und er ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. So, jetzt kommt das ist meine Chance, ey. Ich glaube, viel näher komme ich nicht. Im Moment dran. Komm. Ja, geht doch. Treffer. Okay, jetzt hat man gut das Blutspritzen gesehen. Yep, das Spiel ist halt nichts für Kleinkinder. Das ist nicht ohne Grund. Ab 18. So, drei Kronen. Pfeile. Okay. Attack jetzt mit Sprengmessern. Sprengmessern. Und was haben die alles hier drin, ey? Ja. Wieso haben die hier einzelne Kronkorken hier drin? Naja. Scheiß drauf. Jetzt plündere ich mal alles aus. Ja, Baseballschläger. So. Bin halt etwas neugierig, so. Krücke. Was machen Krücken hier? Was ist das überhaupt für ein Gebäude? Ist das immer noch die Schule? Könnte sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist doch die Schule, oder? Das ist einfach nur ein Teil der Schule, der weggesprengt wurde, sozusagen. Ja, das ist ein Teil der Schule. Wie komme ich da eigentlich rauf? Hier komme ich. Ja, hier komme ich rauf. Ah, jetzt springen. Kaffeemaschine. Sehr geil. Okay. Die sind wohl kaum noch lesbar. Wieso sammle ich die überhaupt ein? Naja, was soll's. Also gut, Leute, das war's mal wieder mit Fallout 3. Und jetzt, wo ich meine Sachen erledigt habe, werden auch in Zukunft bald, ich würde sagen, schon bald wieder neue Folgen kommen. Also gut, Leute, wir sehen uns. Ciao.